Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, es ist soweit. Und zwar eine weitere heute der härtesten Challenge überhaupt. Und wir gehen natürlich hier direkt rein in den ganzen Lachs, oder wie es so schön heißt. Und wir haben ja letztes Mal eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, wir haben zu viele Legacy Packs. Und das kann halt eigentlich nicht sein. Das bedeutet, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, wir gehen hier auf Legacy Packs. Und eigentlich stehen uns nur 2 zu. Also, das heißt, wir merken uns, 2 Packs haben wir. Das heißt, wir öffnen jetzt 8 zu viel. Das heißt, wenn wir jetzt 8 Packs kriegen, dürfen wir vorher nichts öffnen. Beziehungsweise, ich finde dann nochmal heraus, woher ich das Ganze habe. Also, wir öffnen jetzt hier 10 Packs. Und, oha, sehr schön. Und ich meine, wir wollen in der Challenge vorankommen. Am Ende ist es ja eigentlich relativ egal. Genau, ob wir jetzt ein bisschen delayen oder nicht. Und wir haben, oha, eine Scale. Alle pro Spielzug, du kannst immer links von sein, auf den 20 gehen, kontrollierst, es verliert 500 ATK! Ho! Und wenn einer mehr mal Panel beschworen werden, ja, können wir abfangen. Aber das ist schon mal gut, 500. Ey, wir kriegen langsam ein Beatstick-Deck hin. Wir kriegen wirklich langsam ein Beatstick-Deck hin. Okay, das komplett wack daneben. Flip, wähle ein Monster-Typ unter, will das Gegner kontrolliert, übernehme die Kontrolle. Bist du Endphase leider nur. So, wir haben jetzt eine Super Rare. Und wir haben Spiegelrüstung, Erbschaftssymbol, 3 Monster mit dem gleichen Namen. Das für, oh, jetzt habe ich das andere nicht gelesen. So, bisher hier. Oh, Dunkelklinge! Heulender Wind! Oh mein Gott, das sind richtig gute Karten! Also, es sind eigentlich richtig schlechte Karten, aber es sind richtig gute für unser Deck! Okay, weiter geht's. Und weiter geht's hier. Kettenverschwindung. Wenn einer mehr. Ja, könnte relevant werden. Wie ein Ungeheuermonster ist halt bisschen. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Alter, Dunkelklingen und heulender Wind. Sind die Starterkarten überhaupt. Oh. Die Karte am Spiel wird zerstört auf Friedhof gelegt. Kannst du diese Karte speziell auf Friedhof verleihen? Also schön. Zum Tribut beschwören, sehr gut. Okay, ey, wir upgraden unser Deck hier richtig. Ey, so langsam. Ja, okay, das halt natürlich. Okay, die ist gut. 1000er Beatstick und Kontrolle übernehmen. Nehmen wir mit. Nehmen wir safe mit. Und dann haben wir hier. Oh, das ist natürlich gut. Was haben wir hier? Wenn die gerade durch Kampf zerstört auf Friedhof geleakt wird, du kannst einen Gusto-Monster. Okay, das ist nicht so gut. Aber er ist Stufe 6. Von daher könnte man da vielleicht was finden. Ein sinnvolles Tributmonster rausnehmen. Oder reinpacken, besser gesagt. Oh, Finanzieren des Gegners. Auch ist natürlich sehr gut. D-Zeit. Okay, falls wir Schicksalshelden kriegen, könnte das natürlich auch relevant werden. Und was haben wir hier noch? Oh, was haben wir hier? Du kannst dir gerade das Ruder anbieten, um einfach ein Monster zu wählen, das kontrollierst. Das Gewitte erhält bis zu Ende. Okay, boosten, das ist stark. Diese Karte kann nicht angreift werden, wenn sich Monster auf Typ Pflanze. Bietet ein Monster auf Typ Pflanze auf der Spielfeldseite zu gut an. Ein Zauberkarte. Okay, die ist nicht so gut. Alter, das hat sich schon kräftig gelohnt. Jetzt können wir nochmal eben hier die hier lesen. Wenn ein offenes Monster kontrollierst, als Ziel für einen Angriff gewählt wird, seine ATK werden zu denen des Gegners Monsters. Oh, stark! Ey, Leute. Leute. Das ist huge. Ihr glaubt gar nicht, wie huge diese Veränderung ist für unser Deck. So, wir können Folgendes machen. Wir können jetzt mal alle Kassen reinpacken. Also das ist. Die andere Runde. Okay, der ist gut. Der war ein Tribut, müssen wir nochmal gucken. Tribut. Die ist sehr spezifisch. Die ist gut. Die ist gut. Wenn auf dem Spiel auf Friedhof gelegt wird, die ist auch gut. Die ist auch gut. Die ist sowieso gut. Die ist gut. Die ist gut. Die ist gut. So, wir haben viele gute Karten drin. Das heißt, wir können das rausnehmen. Wir können. Er weiß halt nicht, da braucht halt 2 Tribute, ne? Ist halt schon sehr schlecht. Warte, wir können jetzt hier. Wir können so krass ausmisten, das ist unglaublich. Wir können den rausnehmen. Wir können. Der ist nicht Empfänger. Oder? Ne, der ist nicht Empfänger. Können wir auch rausholen. Können wir auch rausnehmen. Der von den Werten. Den Dino können wir auch rausnehmen. Aktuell noch, ne? Der hat nur 2000 Defense. Ich meine, 2000 Defense besser als gar nichts. So, dann haben wir noch wegen Tribut, ne? Also. Ein Tribut. Wir haben auch einen mit einem Tribut hier. Nehmt den. Vielleicht wertet der. Ja. Nehmt den rein. Auch Dark. Wir brauchen Dark Monster für unser Equip Spell. Haben wir Darks auf dem Deck? Jetzt ja. Jetzt ja. Okay, den können wir noch rausnehmen. Ja, wir haben doch ein paar Darks, aber jetzt nicht so viele.
Aber, I mean, besser als gar nichts. Sehr, ja. So. Ja, jetzt weiß ich halt nicht. Wir haben halt den dicken. Na ja, vielleicht sollen wir den dicken drin lassen. Der ist auch. Ja, warte. 6 und 5, ja, das ist komplett. Ah, der ist Empfänger. Stufe 3. Na, lassen wir mal drin. Also, wir können dann in sie gehen. Das ist jetzt nicht. Ja, kann. Kann relevant sein, muss nicht. Die Karte ist eigentlich nicht so gut. Wie viele Maschinen spielen wir denn aktuell im Deck? Wir spielen an Maschinen. Ah, wir spielen schon ein paar. Doch, können wir drin lassen. Das ist wenigstens ein Kombo. So, das. Die ist auch nicht so gut. Oder warte, gibt die Boost? Gab die Attacke Boost? Falls das ausgerüstete Monster durch Kampf zerstört wird, gibt es stattdessen Handwisser zerstöre dann ein Monster, das ein Gegner kontrolliert. Ah, gut. Also, er kriegt eine Spielmarke und 300 ATK-Boost könnte halt relevant sein. Dementsprechend lassen wir es halt drin. So, jetzt müssen wir hier nochmal schwache Monster mehr rausziehen. So, der ist für Reptil. Der ist halt auch Reptil. Wo ist er denn? Da. Kannst ein Reptil opfern. Dann können wir den Vogel doch rausnehmen und den auch rausnehmen. Speichern. Ey, unser Deck, es macht sich doch langsam. Das heißt, wir haben hier ein deutlich stärkeres Deck als zuvor. Wir haben diverse ATK-Erhöhungen und Erniedrigungen, was halt super gut ist. Und dann können wir halt hier rein in die Challenge. Erstes Duell für heute. Dann bin ich mal gespannt hier, wie das Duell laufen wird. Also letzte Folge. Holy, holy, holy. Das war crazy. Also, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut euch die letzte Folge an. Es war wirklich krass. Wir gehen wieder mal als Zweiter. Wir brauchen die sechste Karte zu 100%. Wenn der Pearly spielt, können wir eh gleich aufgeben. Weil, also ein Pearly sieht es schon Game gegen uns. Also, da können wir halt schon nichts gegen machen. Und wir können nichts gegen machen, weil wir hier automatisch Disconnect haben anscheinend. Von dementsprechend haben wir dann doch nichts. Hey, wir sagen sogar als Zweiter. Das hat was Hypnotisierendes. Keine Antwort. Vielleicht hätten wir ihn gewonnen, aber wenn er Pölle gespielt hat, nicht. Zählt nicht als Niederlage, dementsprechend. Super gut. Wir sind damit immer noch dann ganz gut hier am Start. Suche nach Gegner. Suche nach Gegner. Ich denke, als ob kein Gegner auf Bronze da ist oder so. Oh, beide steigen auf. Ja! Der nur Hase und kein Logo. Das ist gut. Ja, fang an. Bitte fang an. Bitte. Er macht nur 5 Sekunden! Da macht nur 5 Sekunden, dann geht's automatisch, also wird automatisch das Spiel entscheiden für dich. Warum sagt er das nicht? Naja, egal. Oi! Direkt hier. Bietet man das Ruder für deine Hand, der Monster an derselben Grundschule. Okay. Also die Karte ist auch nicht so gut, fällt mir gerade auf. Aber es ist. Es kann relevant sein. Ich meine, wir können zum Beispiel. Der Stufe. Okay, das ist schlecht. Ich wollte gerade sagen, wir hätten den opfern können, um uns dunkler Ritter zu holen, aber es geht nicht. Erstmal. Oh, 6 nur, das ist gut. Oh. Entschuldigung, da war ein kleiner Nieser. Okay, 2 Karten. Wir haben leider nur den 1er, das ist halt schlecht. Ja, den, aber der ist ja zum Übernehmen dann. Aber das und das ist schon eine gute Kombo, also das ist eigentlich schon sehr stark. Oh, Schneeball, natürlich auch eine gute Karte an sich. Ja, ich würde sagen, vielleicht ist da irgendein Flipmonster. Ich habe keine Ahnung. Also machen wir das so, so und. Ah, und so. Ich hätte Disconnect-Probleme. Aha. Ey, gegen Disconnect-Win hätte ich natürlich auch nichts. Ne, ist ja heute ja auch erste Runde hier am Start. Er überlegt. Okay, was haben wir da? Was haben wir denn da? Also muss sagen, gerade letzte Folge und anscheinend auch diese Folge haben wir mit den Gegnern echt Glück. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Wir spielen anscheinend gegen Shadol. Ja, da habe ich ja richtig Glück, Alter. Ich meine, er hat nur 6-6er, der kann. Er hat nicht, also auf jeden Fall nicht alles, aber
Wir hätten auch gegen Full Power Shadol Dogmatiker spielen können. Das wäre natürlich noch in Vogue. Oh, hat Angst. Ja. Ja. Trimmerbeschwörung. Ja. Ey, das ist ein Beatstick. Da muss man erstmal drauf kommen, ne? Wir haben keinen anderen Yang Sing, aber egal. Ich habe nichts gesagt. Holy! Okay, das ist huge. Das spielt aber wirklich Shadol. Okay, das ist huge. 295. Ey, wir haben diverse Karten. Ich will das nicht aufgeben. Er spielt richtig crappige Karten. Also er spielt irgendwie Gizmic da drin. Was ich halt jetzt nicht so ganz verstehe. So, okay, eine Maschine. Maschine. Ja, wir müssen halt eh stolen, ne? Ich würde sagen, wir geben unseren Zug ab. Also, den direkten Angriff, den können wir kassieren. Disconnecten-Ding ist immer noch eine Win-Condition. Digga. Wie viel hast du davon? Ich glaube, er spielt gar nicht so doll. Ich glaube, er spielt Tribut Turbo. Ja, aber ist gut. Den können wir aktuell nicht zerstören. Aber in der Theorie können wir den nicht kampf zerstören. Das ist natürlich deutlich mehr Schaden. Das Duell könnte dadurch viel schneller vorbei sein, natürlich. Und wenn jetzt noch ein Monster zu normal beschwören. Main Phase 1. Oh, er hätte ruhig einfach... Ja, noch ein Setcard, das ist okay. Er hätte einfach beide Defense sollen. Das wäre doch schön gewesen. Dann hätte ich angreifen können. Na gut, dann hätte der nächste Zug immer noch den holen können. Ja, schnickschnack, schnickschnack, schnickschnack. Es sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Wir haben mit so einem Tributmonster natürlich Probleme. Das ist natürlich der Nachteil, wenn wir halt nicht anfangen. Wir haben die Chance, ein Monster aufzubauen. Aber das Ding ist, gerade gegen kombolastige Decks. Und die Karte mehr ist schon relevant. Also stellt euch vor, ich hätte jetzt halt eine Karte, die ATK pusht oder verringert. Dann wäre es halt auch besser gewesen. Wir hatten halt kein Monster zum Angreifen. Also mit 1000 hätte ich nicht angreifen müssen. Also es hätte ja sogar nicht mal geklappt, so, ne? Also von daher war das schon richtig. Ist schon richtig, Second zu gehen. Aber ja, wir brauchen halt mehr Beatsticks in den Deck, würde ich sagen. Wir ziehen. Da ist doch einer. Warum ist der 50 stärker? Das ist schon frech einfach. Das ist schon frech. Was? Hexer! Nein, ich bin ja so dumm. Ja, egal. Ja, egal, das müssen also Pass sein. Der ist Hexer. Oh mein Gott, ist das gut. Effort, Bro. Hexer oder Krieger. Puppenpflanze einfach beste hier. Einfach, was für eine selbst aufgedrehte Pflanze. Hä, Puppenpflanze, natürlich, mit Schattenpuppen. Hätte man auch sich denken können. Ah, ja, aber es ändert halt nichts, ne? Wir können dann halt den wegopfern. Ich meine, das wäre jetzt deutlich weniger Schaden. Aber an den kommen wir halt trotzdem nicht vorbei. Wenn wir jetzt eine gute... Wenn wir heulender Wind ziehen, dann ist halt GG. Also das wäre halt eine Option dann, ne? Übernehmen wir, opfern wir, heulender Wind, drüber rennen und dann haben wir gewonnen. Ja, man spielt den ja auch nicht in die Pendle Scale. Man normal beschwört den natürlich. Er ist witzigerweise stärker. Wenn er mit denen angreift und gewinnt, hat er gewonnen. Ah, lustig, sehr lustig hier an dieser Stelle. Sehr, sehr lustig. Okay, er weiß nichts, wovon Hand fusioniert. Okay, er fusioniert die beiden. Bitte für Construct. Warte, Winder ist auch Hexer. Construct ist Fee. Nee, geh bitte in Winder. Nicht in Construct. Geh bitte in Winder. Nein!
Nein! Nicht in Construct! Die ist fee, die können wir nicht übernehmen. Ja, komplett Minus, Alter. Da wäre jetzt natürlich hier jetzt ein Riesenproblem an die Situation. Na, wen nimmst du jetzt im Friedhof? Boah, jetzt so ein Disconnect. Ah, ich gönne das den Gegner natürlich gar nicht, aber... Aber jetzt so ein Disconnect, das wäre schon... Ja. Ja, okay. Dann machst du jetzt Spirit. Ich meinte Dragon. Beast für Draw 1. Da macht er gar nichts. Oh, was kommt jetzt? Schism. Okay. Lege ein Schattenkarte vom Deck auf den Friedhof. Dann kannst du einen beliebigen zwei Schattenproben und sie vielleicht fahren. Hä? Aber Schism macht doch gar nichts gerade. Düstere Schattenspiele. Oh mein Gott, er hat einfach zweimal Beast gemeldet. Das ist ja richtig dumm. Einfach minus eins. Warum ist man das schon gemacht? Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir das Duell gewinnen sollen. Jetzt fehlt halt jetzt unser Hexer. Man sollte Karten auch wie immer zu Ende lesen. Diese Regel, ne, ich sag sie jedem von euch da draußen und ich selber halte sie nie ein. Das ist schwach, 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 schwach an dieser Stelle natürlich. Ja, Battleface. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich ziehen soll, was dieses Duell noch drehen kann. Aber erst wenn die letzte Karte gezogen ist, dann wird entschieden hier. Ja, Construct kann ja auch noch... Ah ne, nur spezialbeschworene Monster. Ich glaube, ich kann mir da jetzt schon mal die erste Niederlage aufschreiben. Zu spät, mein Lieber. Zu spät, mein Lieber. Dich hätte ich gerne früher gehabt. Sehr viel früher gehabt. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? So. Egal, weiter geht's. Ich meine, wir sind schon bald Silber, ne? Das Ziel ist es ja, ein hoher Rang zu werden. Oh Mann, ja natürlich, er hat sich alles gekauft. Er dachte sich, ja, das Schwert, warte, das Schwert, ist das nicht sogar ein Battle, also ist das nicht sogar ein Duell Pass? Immer nur der Grundfeld, er hat 5 Stacks erkannt. Hey, wir haben 1,8er Heatstick, ne, ich meine, das ist für unsere Verhältnisse ziemlich gut. Aber ich glaube, das Duell ist jetzt mit der ersten Karte, die ausgespielt wird, schon bereits verloren. Okay, vielleicht auch nicht. Da habe ich mich ja wieder hier... Main Phase zu Ende, nehmen wir mit. Okay, vielleicht haben wir doch eine Chance. Oh, 1-8 Defense ist gut. Ja, dann machen wir eine 1-2er nur. Ne, 1-6er nur, weil dann können wir hier auf 2-1 kommen, falls er auch mit Beatstick kommt. Maxi. Minus 1. Das ist so schön gegen uns. Maxi ist immer minus 1. Das freut mich. Er dachte echt, ich spiele außerirdisch. Vielleicht denkt er es immer noch. Das finde ich gut. Ah, der ist auch ein Reptil. Oh mein Gott, warum ist denn unser Tributmonster nicht in der Hand jetzt? Ah! Okay, wir spielen 2 Reptilmonster. Das wusste ich gar nicht. Wir lernen unser Deck doch immer noch weiter kennen. So. Oh, der Pass wieder. Oi, sagt Control. Ja, das ist nicht so gut. So, jetzt gehen wir nicht mit Equip rein, aber wir gehen mit Beatstick rein. Ja, Battleface. Er denkt sich auch nur so, ist das dein Ernst? Disconnect! Boah, ist richtig laute. Hätte jemand geklingelt hier. Ja, ein Disconnect. Ey,
Tenwin nehme ich auch mit. Hallo, Houston! Danke. Battleface. Spiel nicht eure Toilette hier oder so. Bumm. Bumm. Aber eins muss man sagen, sehr schön gewählt, ne? Hier mit Redur und den Dark. Ist hübsch. Ist hübsch, hübsch. Ich muss aber sagen, dass ich sogar diese die Raben noch schöner fände, wenn dieses Finsternis nicht da drin wäre. Also wenn das einfach nur so Dark wäre, so... Oh, wir hatten ein Monster. Ja, gut. Das kann jetzt relevant werden. Muss es nicht. Was war das nochmal? Ich soll keinen Rangsteigerungszauber holen. So, jetzt können wir equippen, falls das 2000 Defense hat. Und nein, es reicht nicht, ne? Oh mein Gott, es reicht nicht für Game. Ah, es reicht nicht für Game. Ja, alles oder nicht. Ich will den Win holen. Alles oder nichts. Wenn ich jetzt mit Dean das zerstöre, dann habe ich gewonnen. Battleface. Ich bin dumm. Das ist ja auch Game. Können wir so mit denen angreifen. Das ist Maxi. Oh mein Gott, wir haben wieder einen Win. Oh mein Gott, wir haben wieder einen Win. Wir haben wieder einen Win! Ah, diese Challenge. Oh, sie gefällt mir immer mehr. Ich muss sagen, erste Folge, kompletter Bruch. Hier, man hat Erfolgserlebnisse. Man kann hier ein bisschen was machen, hier ein bisschen was machen. Rank up! Und wir haben ein Legacy Pack. Das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt 3 insgesamt. Das heißt, wir müssen noch 7 haben, damit wir dann wieder welche öffnen dürfen. Alter, wir sind kurz vor Silber. Ist ja krass. So, jetzt Shop! 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 Wir gehen rein. Master Pack. Und kaufen! Oh, ein Holopack. Nehmen wir mit. Und... Six Samurai-Karte. El Shadol. Oh, wähle ein Monster, finde auf deines Gegners, mische das Ding. Okay. Das ist halt echt nicht gut. Falls ich gerade eine Karte leere, die ist auch gut für die Zukunft. Wir zahlen es von deiner Hand oder natürlich das Ruder an, darunter Dinosaurier muss beschreiben, Dinosaurier muss Stufe 5 oder höher, dessen Artikel höher, gleich die Summe. ATK höher oder gleich der Summe der ATK jenes, das Rüdung und Monster sind. Als Spezialer schon auf dein Deck. Wieder ein Spiel Felsmonster an deinem Friedhof. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Also, das ist ja richtig Worst Pack, Alter. Das ist richtig schlecht. Holy moly. Erstmal können wir den reinmachen. Aber, warte, wir können mal eben unseren Filter einsetzen. Für nämlich Dinosaurier. Und dann... Ja, eigentlich ist es Dinosaurier nur, ne? Was haben wir denn? Wir haben den und den. Okay. Okay, warte, den und den. Warte, vielleicht müssen wir den doch nochmal reinpacken dann. Achso, der ist ja schon drin. So, dann können wir den Filter löschen. Was sagt ihr nochmal genau? Biete 2 Monster von deiner Hand oder spiel für seine Tribut an, darunter ein Dinosauriermonster. Beschwöre ein Dinosauriermonster mit der Stufe 5 oder höher. Dessen ETK höher oder gleich der Summe, der jener Tribut angeboten ist. Okay, wir haben einen 2000er Dinosaurier. Das heißt, ja, wir machen das. Wir nehmen die reine Deck, weil wir auch von der Hand. Also von der Hand ist halt huge. Können wir die mal rausnehmen? Dann können wir nämlich den aus dem Deck. Warte, es geht jetzt nur von Deck? Von deinem Deck oder extra Deck? Außerdem kannst du den Rest des Spiels, nachdem du Effekt aufführst, kein Monster spezial schon mal extra Deck beschwören. Außer Drache, Dinosaurier, Worm. Du kannst nur. Ey! Aber das ist ja strong! So, jetzt können wir noch irgendeine schlechte Karte rausnehmen. Boah, die hat bisher sehr enttäuscht, ne? Also muss ich halt schon sagen. Die brauchen wir halt für Reptilopfern. Ganz ehrlich, ich glaube, wir nehmen den raus. Also die ist halt gut. Ja, die ist auch eine Maschine. Maschine haben wir mehr Möglichkeiten. Ja, ich glaube, wir nehmen... Warte, die waren... Alle jetzt... Haben wir jetzt wirklich nur noch gute... gute. Zaumfallen? Ja, würde ich sagen. Dann nehmen wir, glaube ich, den raus.
Oder haben wir was Sinnloseres im Deck? Er hat 2000 Defense. Es ist halt ein Wall. Wir speichern jetzt einfach. So. Jetzt haben wir eine Dino-Kombo im Deck. Ich meine, das ist doch mal was. Einmal eine Dino-Kombo im Deck haben. Und jetzt gehen wir hier rein. In die nächste Challenge. 50-50 wieder. Boah, also mir gefällt das richtig hier mit den 50-50-Sachen. So, was haben wir denn hier jetzt? Okay, wir dürfen nicht anfangen. Das ist aber auch überhaupt nicht weiter tragisch. Ey, wir sind danach Silber, Leute, ne? Wir haben komplett Bronze durchgegrindet. Oh! Huge-Hand! Huge! Alter, das ist strong. Ey, mit Heuler gewinnt machen wir alles platt. Ja, und er fängt an mit einer Fusionsbeschwörung. Wahrscheinlich. Okay. Ist doch, oder? Wir laufen uns an, kontrollierst. Wähler Exceed. Ach nee, das ist Exceed. Das ist, ich habe das verwechselt mit der Dark Magician Fusionskarte. Wähler Exceed, man so kontrollierst, für der Hand, deren Anhänger ist Hand zu. Okay. Also, okay. Warte, jetzt muss ich aber ganz viel lesen. Hand Spezialbeschwörung. Okay, er kann Spezialbeschwörung. Okay, er wird eine Exceed-Beschwörung machen im ersten Zug. Er denkt, wir spielen Maxe. Haben wir gar nicht. Ah, der nervt auch ein bisschen. Machen wir jetzt mal auf hier. Verschinosaurier wollen mich aktivieren. So, du kannst deiner Hand ein Sternzeichen Zauberfalle von deinem Deck hinzufügen. Okay. Der kombot jetzt aber nicht, oder? Ich meine, chill. Also du musst jetzt auch nicht ausrasten, ne? Oh mein Gott. Hä? Wenn er das Rang 5er ruft, habe ich verloren. Das bounced ja Monster. Ich kann nur eine Normal Summon pro Spielzug machen. Das ist alles, was ich kann. Er geht aber anscheinend erstmal in Rang 4. Der hat keinen Bounce Quick Effect, ne? Nee, kann er nicht. Also, sobald er auf das Rang 5 geht, können wir aufgeben. Also, das ist ja dann komplett verloren. Okay. Er banished den. Hängt Material ab, ja. Okay. Also, er kommt komplett durch, ne? Der hat 1,65, wollte ich nur festhalten. Wir können den besiegen. Ach, no way. Ja, okay. Das war's. Ja, das war's. Schönes Duell. Hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen. War schön. Ja, doch. Hat Spaß gemacht an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ja, da war ich voller Hoffnung. Voller Hoffnung. Aber wir gehen rein. Wir können in Silber noch kommen. Ab ins Silber. Silber ist, was wir wollen. Silber ist unser Ziel. Also die Challenge bis Silber machen ist ja einfach. Apropos, wir können noch mal ein bisschen drüber reden. Eben, während wir hier zugucken, dass wir hier verlieren. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich noch nicht genau weiß, bis welchen Rank ich spielen möchte. Und ja, da bin ich immer noch ein bisschen dabei. Hand ist gut. Und zwar, man muss ja sagen, dass es wurde gesagt, bis Platin ist eigentlich ganz gut machbar. Bis Diamant ist sehr schwer. Ich würde sagen, ich würde erstmal gucken, wie viele Folgen ich brauche, bis ich zu eben Platin komme. Und dann auch, wie gut unser Deck ist. Wenn unser Deck dann immer noch absolut Schrott ist und wir einfach nur Glück hatten, dahin zu kommen, dann wird es natürlich sehr schwer, zu Diamant zu kommen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen das Ganze wirklich und dann vielleicht doch Diamant. Also Platin oder Diamant wird dann so the way to go sein. Diamant scheint sehr, 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 sehr schwer zu sein. Ich meine, macht ja auch Sinn, ne? Da sind natürlich dann die ganzen großen Leute, ja, die sind natürlich dann da. Von daher muss ich natürlich nochmal gucken. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, bis was wir spielen. Und was gucken wir jetzt eigentlich zu? Utopia. Also sobald der Kampf Protection hat, sind wir auch geliefert, ne? Aber wir kommen jetzt drüber, ne? Wir haben alle gequipped Spells gefühlt. Wir können... Ja! 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 Ach, Leute, ist das denn die Möglichkeit? Oh, wir sind einfach so gut.
Silber! Und 2 Legacy Packs. Das heißt, wir sind schon bei 5 Legacy Packs. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir können noch bald wieder öffnen. Alter, Silber, das ist ja so schnell dahin kommen, hätte ich jetzt niemals gedacht. Alter, am Anfang sah das noch anders aus. Und natürlich auch ein Aufgegeben ist ein Win für uns. Das heißt, ein Pack öffnen! Woo, Ultra! Oh, komm, bitte, bitte. Ich bin hyped. Bitte. Komm. Oh! Okay, wir machen es langsam. Übung des Gnomen, verringe Stufe aller Monster. Na, ist eine Side-Karte. Ho! Die erste Handtrap! Ja, gut, und Jama bringt uns, glaube ich, nichts, ne? Ne. Oh. Ist nicht Empfänger, ne? Ne, ist auch nicht gut daher. Okay. Falls du 2 oder mehr Exemplar kontrollierst. Ja, ein Tribut 2-1 ist ein Upgrade bei uns. Ja, hab hier. Das ist natürlich jetzt schwierig. Und komm. Oh, ein Dinosaurier. Falls du kein Monster kontrollierst, kannst du Karte Spezialbeschwörung auf deine Hand beschwören. Falls du die Karte als normale Spezialbeschwörung beschwören, du kannst deine Hand. Die ist gut! Und komm. Ah! Braucht der Goki? Nein, der braucht Gokis. Nein! Team eigene Link und Synchron, Exits und so. Nein! Aber wir haben ein Dino mehr. Wir werden Dino-Deck, ich sag's euch. Wir haben ein Dino mehr. Und wir haben ein Tributmonster, was stärker ist. Das ist schon gut. Also das ist schon eine Veränderung. Also, ne, der kann sich so. Falls du kein Monster kontrollierst und falls du alle Monster, die kontrollierst, die zusammen sind, kannst du gerne speziell schon mal beschwören. Ey, das ist so krass. Okay, und wir haben eine Handtrap. Wir spielen doch Feen, ne? Fee, warte. Wir haben. Eine Fee. Zwei Feen. Okay, dann würde ich wahrscheinlich sogar wirklich den rausnehmen. Weil. Ah, das. Warte, wir nehmen noch einen Tributmonster auf jeden Fall raus. Wir nehmen ihn halt raus. Und ich finde. Ja, also wir haben ja den hier drin als Tuner mit 6016 und den auch, aber der ist halt schlechter. Deswegen kicken wir den jetzt raus. Mal das speichern. Oh, wir haben unsere erste Handtrap, Leute. Wir haben unsere erste Handtrap. Das ist eine große Entwicklung. Sehr große Entwicklung, würde ich sagen. Und ja, wir haben so viel jetzt hier Gutes. Ja, es waren am Ende jetzt nur nicht so viele Duelle wie in den ersten Folgen. Aber Leute, wenn die Duelle lang gehen, wenn man wirklich spielt und so, dann lohnt sich das Ganze. Und mit dieser Motivation, würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge. Bedeutet also, Leute, das war's. Ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer, und wie ich zumindest gerade habe, viel Spaß beim Duellieren.